Also ich finde das mit Shader mega, mega geil. Das sieht echt nice aus. Ohne Witz, ich finde Shader richtig geil hier in Craft Attack. Let's start again. Moin, jetzt wieder Sonst der Bärster Reden und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Craft Attack 4. Und ihr seht es schon am Bild, es hat sich etwas geändert, denn meine lieben Freunde, ich habe einen Shader drinne und ich habe mir den Sildurs oder wie auch immer man den ausspricht, Shader reingemacht, weil ich den ziemlich, ziemlich hübsch finde. Und in Craft Attack läuft er eigentlich einigermaßen gut. Ich muss aber sagen, auf dem Legend Server habe ich deutlich mehr FPS. Also da habe ich nicht so Einbrüche wie hier in Craft Attack. Ich wollte jetzt einfach mal mit dem Shader so ein bisschen durch die Stadt laufen und mir mal alles angucken mit Shader, weil ich habe noch nie die Craft Attack 4 Welt mit Shader gesehen und man muss das ja mal auskosten, dass die Shader mittlerweile in der 1.11er echt ziemlich, ziemlich performant laufen, auch in der 1.10er schon. Also da kann man echt saugut mit Shader spielen und ich habe ja jetzt auch noch eine 1080er drinne und dadurch ist das nochmal ein bisschen Ticken krasser. Ja, und das finde ich halt ziemlich geil. Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich, ziemlich schick hier alles aus. Aber man merkt schon so ein bisschen ab und zu, so wie die FPS ein klein wenig runterdroppen. Aber ich möchte ganz kurz erstmal was erwähnen. Liebe Freunde, es kann sein, dass ich heute Abend einen schönen Livestream machen werde. Aber es kann auch sein, dass ich heute Abend keinen Livestream mache. Ich habe gestern schon auf Twitter gepostet, dass es sein kann, dass ich vor Neujahr nicht mehr streamen werde. Denn zum einen möchte ich gerne die restliche Zeit noch ein bisschen in Ruhe verbringen und ich bin absolut komplett zerstört. Wir waren bis 6 Uhr morgens heute wach, weil wir das Grundstück-Plugin drauf gespielt haben. Dann gibt es jetzt beim Server noch ein Problem. Das hat mit einer etwas anderen Sache zu tun. Es ist ziemlich kompliziert, das jemandem zu erklären, der nicht so eine Ahnung von dieser ganzen Technik und so hat. Aber das liegt daran, dass der Server zum Beispiel heute die ganze Zeit gar nicht erreichbar ist. Aber da sind wir gerade auch direkt dran. Das soll jetzt auch noch gleich behoben sein. Und danach sollte wirklich der Legend-Server komplett ohne Probleme durchgehend laufen. Dann solltet ihr endlich in den unendlichen Spielgenuss kommen. Und dann kommt ja auch schon in Kürze das Kevs-Klamm-Update. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Wir haben einiges vorbereitet und haben jetzt wirklich die letzte Woche, muss man ehrlich sagen, also seit dem Release der Woche, haben wir wirklich richtig, richtig krass reingehauen und echt sau viele Bugs, Fehler und alles behoben. Den ganzen Server stabiler gemacht. UTC zum Beispiel läuft jetzt richtig, richtig gut, ist schön performant geworden. Wir haben gestern nochmal die Performance um ca. 75% steigern können, indem wir ein paar Sachen noch synchronisiert haben im Code und ausgebessert haben. Und dadurch läuft jetzt zum Beispiel UTC auch ohne diese Mini-Lags und so ein Kram. Da sollte auf jeden Fall der ein oder andere heute in den Genuss kommen können. Ja, und dann werden jetzt nach und nach Updates folgen, die den Spielinhalt stark erweitern. Es gibt zwar jetzt schon so ein paar Leute, die rumjammern und sagen so, ja, ihr haltet gar nicht eure Versprechen ein. Das Ding ist, ich habe ja extra gesagt, es wird monatliche Updates geben und es ist jetzt gerade mal der Release eine Woche her und es regen sich jetzt schon Leute auf, wir würden unsere Versprechen nicht einhalten, obwohl wir mit Hochdruck, wir haben einfach mal eben jetzt in 2-3 Tagen ein komplett neues Grundstückesystem programmiert, weil wir gesehen haben, okay, das alte, das läuft einfach nicht, so können wir das auf keinen Fall lassen. Und jetzt labern die Leute schon irgendwie irgend so einen Müll daher, von wegen, es würden keine neuen Spielinhalte kommen. What the fuck, der Server ist eine Woche alt. Ich kenne kein Spiel der Welt, World of Warcraft oder sonst was nach dem Release eines neuen Add-ons nach einer Woche direkt ein Patch rausbringt, wo direkt nochmal richtig viel neuer Spielinhalt kommt, ja? Und wir wollen Kevs Klamm, wir haben das jetzt extra um 2-3 Tage verschoben, wegen der ganzen fatalen Fehler. Eigentlich wäre ja schon gestern der Release von dem Patch gewesen, aber wir haben gesagt, es bringt doch nichts, neue Spielinhalte zu bringen, wenn die alten erstmal gar nicht fehlerfrei funktionieren, ne? So, und das wollten wir jetzt erstmal leisten oder, euch ermöglichen, dass ihr erstmal fehlerfrei jetzt den ganzen Kram spielen könnt. Und das mit dem Wasser sieht so geil aus bei dem Shader. Ich gehe jetzt mal in die Stadtmitte. Auf jeden Fall wollten wir das ermöglichen, dass ihr das fehlerfrei spielen könnt. Und dann nicht noch ein Patch draufhauen, weil dann ist das so ein bisschen wie mit DayZ oder sonst wo, ja? Da kommen andauernd neue Inhalte, aber das ganze Spiel ist die ganze Zeit nicht spielbar. Und das macht ja keinen Sinn und man muss sich ja überlegen, was ist sinnvoller von beiden. Und deswegen verstehe ich nicht, dass einige Leute jetzt schon sagen, wir würden unsere Versprechen nicht einhalten. Ich habe oft genug, und das wissen sehr viele auch, die Videos geguckt haben, ich habe immer wieder erwähnt, wenn ihr kein Vertrauen zu dem Server habt, guckt es euch doch erstmal in Ruhe 1-2 Monate an und dann könnt ihr ja noch immer euren Zugang erwerben. Ihr verpasst ja nichts. Im Gegenteil, in 1-2 Monaten, habe ich gesagt, ist dann noch mehr Inhalt da als jetzt, ne? Und ich finde es echt ein bisschen unfair, dass einige Leute jetzt ankommen und sagen so, ja, ihr haltet gar nicht eure Versprechen, bla bla blieb, blub 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 blub. Ja, weil im Grunde genommen, wir halten ganz klar unsere Versprechen. Wir haben jetzt geguckt, dass wir alle Fehler so schnell wie möglich bugfixen.
Jetzt gibt es auch noch eine Entschädigung für die Leute. Das muss man auch noch am Rande erwähnen. Wir wollten eigentlich erst allen Leuten 7 Tage Gratis-Spielzeit geben. Das Problem ist bei der ganzen Sache, das funktioniert aus technischer Sicht leider nicht, weil es da mit unseren Bezahldiensten Probleme gibt. Man kann da nicht ganz leicht so einfach jedem Spieler 7 Tage Spielzeit hinzufügen. Da müssten wir vorher noch ein paar Dinge treffen für. Aber wir haben uns jetzt was überlegt, wie man in-game den Leuten, die jetzt schon spielen und die ganze Zeit auch das mit den Fehlern und so geduldet haben, etwas wiedergibt für ihre Geduld und als Dankeschön. Und da wird es auch etwas geben. Und ich finde einfach, und da muss ich ehrlich mal an dem Punkt einfach jetzt sagen, ich kann eure Kritik nachvollziehen und ich finde es auch völlig berechtigt, dass ihr ein bisschen frustriert seid auf jeden Fall, weil es jetzt nicht sofort von Anfang an alles perfekt reibungslos lief. Aber irgendwo muss man auch eine Grenze kennen. Und wir versuchen wirklich alles, wir haben uns da jetzt richtig reingehangen und das Problem ist halt einfach nur, die Leute, die regen sich halt über alles Mögliche richtig auf, aber wenn es dann mal läuft oder so, dann merkt man einfach daran, dass es funktioniert, dass die Leute einfach gar nichts mehr sagen, so, ne? Und das ist das halt einfach, ihr seht das ja auch schon jetzt mit dem Grundstückesystem, das werdet ihr sehen, wenn ihr das dann ausprobiert. Das ist ein ganz anderes als vorher. Boah, das sieht richtig nice aus mit Shader. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich Craft Attack immer mit Shader jetzt aufnehmen soll, ob ihr Bock da drauf habt. Ey, das ist richtig geil. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal hinten zu meinem Bärenkopf, den will ich mir mit Shader noch angucken, das muss sein. Ja, wie gesagt halt, also wir erwarten ja auch nicht, dass wir in den Himmel gelobt werden von den Leuten oder so. Aber trotzdem, es ist halt einfach so, ihr werdet sehen, zum Beispiel ein Grundstücke-Plugin, alleine das mit dem Permission-System ist komplett überarbeitet, das sieht ganz anders aus, viel übersichtlicher, besser als vorher und das Grundstücke-System läuft auch wirklich ohne Probleme und dann denke ich mal, werdet ihr jetzt auf jeden Fall in den Spielgenuss kommen. Es ist halt einfach so, wenn man was released, man sieht erst viele Fehler auch erst, wenn viele Spieler da sind und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass man erst viele Fehler entdeckt bei vielen Spielern. Und da müssen die Leute einfach ein bisschen Geduld mitbringen. Ich weiß, es gibt auch, wie gesagt, sehr, sehr viele Leute, die gesagt haben, ey Kevin, ohne Witz, ob das jetzt 1 oder 2 Wochen erstmal nicht ganz ohne Probleme läuft, ist doch gar kein Thema. Hauptsache, der Server läuft in 2, 3 Wochen irgendwann richtig fehlerfrei, so, ne? Und da arbeiten wir ja wirklich hart dran. Es gibt bestimmt den ein oder anderen Typen, der mit seinem Serverteam das vielleicht nicht so schnell gestemmt bekommen hätte. Und deswegen, ich rechne das den Leuten sehr hoch an, vor allen Dingen den Programmierern, die wirklich von morgens bis spät in die Nacht jetzt in ihren Ferien da saßen und den Server versucht haben, immer jeden Tag aufs Neue besser zu machen, performanter, dass der ohne Probleme läuft. Boah, das sieht so geil aus, das Tal hier, ohne Witz. Das sieht richtig geil mit Shader aus. Ich muss nur noch bei den Bäumen das so ein bisschen anpassen, aber jetzt, wo die Blätter sich auch so bewegen, sieht das richtig, richtig geil aus. Und vor allen Dingen hier bei dem Bärenkopf, dass das wie so ein Schein ist, das ist auch nice. Und das rechne ich unseren Programmierern richtig hoch an. Ja, man muss ja auch sagen, auch die Supporter, die haben ohne Witz richtig Arbeit geleistet. Waren die ganze Zeit jetzt im Discord, haben immer wieder euch versucht zu helfen und alles. Und wir sind stetig dabei, den Server zu verbessern. Und ich denke mal, der ein oder andere wird das auch so mitbekommen. Boah, das sieht, Alter. Vor allen Dingen, da oben fällt so ein Schein rein. Das ist richtig geil. Also hier werde ich auf jeden Fall die Halle des Bären bauen. Also ich finde das mit Shader mega, mega geil. Das sieht echt nice aus. Ohne Witz, ich finde Shader richtig geil hier in Craft Attack. Ja, da können wir mal Rivi seinen komischen Bären abbauen, den er mir hier hingestellt hat. Und ja, wie gesagt halt, vielen Dank an die Leute, die die ganze Zeit diese Geduld mitbringen und sagen, ey Leute, das ist absolut gar kein Thema. Die meisten YouTuber bringen sowieso gerade kein Legend, weil Silvester halt vor der Tür steht. Und das möchte ich auch nochmal jetzt erwähnen. Dadurch, dass ich jetzt so lange wach war heute, bis 6 Uhr, ich bin um 10 Uhr aufgestanden, habe jetzt die Videos angefangen aufzunehmen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin so im Eimer, dass ich gar keinen Bock habe, groß heute Videos aufzunehmen. Ich sag jetzt einfach mal in diesem Video, dass heute und morgen eher Videos sporadisch kommen, wie die letzten 2, 3 Tage, weil das einfach viel zu viel wurde mit dem Server immer bis spät in die Nacht, dann Videos aufnehmen und dann 4, 5 Stück. Ich weiß, es ist eigentlich Herr der Ringe-Woche, keine Sorge, wir werden das alles nachholen. Da wird es ab dem neuen Jahr spätestens dann ordentlich mit losgehen. Und dann, werden wir da ordentlich auf die Kacke hauen, keine Sorge. Aber für mich war jetzt wichtig, und das muss ich nochmal sagen in dem Video, für mich persönlich war es jetzt wichtig, dem Team so gut es geht zur Seite zu stehen, gerade wo der Server nicht so gut läuft, und den Mob an Leuten, die die ganze Zeit darauf rumgehackt haben und sich beschwert haben, so gut es geht auch vom Team fernzuhalten. Also, dass der Druck nicht auf die Leute kommt aus dem Team, damit die nicht noch mehr Fehler nachher machen oder so beim Programmieren. Weil wenn ihr die nämlich unter Druck setzt, dann machen die erst recht Fehler.
Ach genau, ich wollte mir die Zwergenstadt noch anschauen. Und ich wollte einfach so ein bisschen Beistand leisten. Und das war für mich wichtiger, als auf meinem YouTube-Kanal regelmäßig Videos hochzuladen. Der ein oder andere wird jetzt sagen, ja Kevin, das ist aber dein YouTube-Kanal und du musst das machen. Aber ich muss auf der anderen Seite sagen, wir haben diesen Legends-Server, die Leute haben bezahlt. Das sehe ich ganz klar. Und dann finde ich auch, sollen wir gucken, dass wir den Leuten den bestmöglichen Service liefern. Und das haben wir jetzt in meinen Augen wirklich auch so gut es geht getan. Und haben sehr, sehr viel am Server gemacht in kurzer Zeit, um den Leuten auch zu zeigen, so ey, wir haben da richtig Bock drauf. Und wir möchten das gerne, dass der Server gut läuft. Boah, da bin ich auch mal gespannt. Wenn das fertig ist, wird das auch richtig geil aussehen. Also mit Shader gefällt mir das richtig gut, das Spiel. Ohne Witz, finde ich echt nice. Und ja, wie gesagt halt, dann wird es jetzt ab übermorgen spätestens, denke ich mal, richtig wieder losgehen dann. Dann hauen wir wieder richtig rein mit den ganzen Videos. Und ich denke, dass dann spätestens auch der Server komplett ohne Probleme laufen wird und dass dann auch nicht mehr verlangt wird von mir oder dass ich dann nicht mehr das Gefühl habe, dass ich die ganze Zeit immer dabei sein muss und das Team irgendwie mental unterstützen sollte. Das ist mir halt einfach wichtig. Ich will das Team nicht mit den Problemen alleine lassen, so nach dem Motto, ey, ihr habt den Server rausgehauen, löst das alles. Ich bin jetzt mal den ganzen Tag YouTube-Videos aufnehmen und streamen und erwarte, dass wenn ich dann streame, dass der Server läuft. Sondern ich habe versucht auch, Leute zu supporten, auf Twitter die Fragen von euch zu beantworten und. Weil mir das wichtig ist, dass wir wirklich da einen richtig, richtig coolen Server auf die Beine stellen. Ach, das sieht doch so geil aus bei Nacht. Ey, jetzt mal ernsthaft, Leute, das ist doch richtig schick mit Shader. Ich würde mir am liebsten hiervon so einen richtig geilen Hintergrund machen, so. Aber das Problem ist, das ist hier alles nicht so gerendert. Und ich hoffe, dass ihr da echt Verständnis für habt. Sorry, dass wir auch nochmal heute in der Folge so ein bisschen mehr über Legend gequatscht haben. Ich wollte mir nur mal Craft Attack auf jeden Fall auch mit Shader anschauen. Auch Zinus sein Haus, das werde ich mir mal dann demnächst mal gönnen. Das wird auch ziemlich geil aussehen, denke ich mal. Und ja, schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr Bock habt, dass ich jetzt Craft Attack durchgehend mit Shader vielleicht spielen soll. Ich finde, das kann man sehr gut machen, weil auch alles sehr beleuchtet ist. Wenn dann Nacht hier im Spiel ist, sieht man trotzdem noch sehr viel. Aber das mit der Fackel hier funktioniert nicht so in dem Modpack. In dem Modpack, sag schon, in dem Shader-Pack, dass sie so den Weg erleuchtet oder so, wenn man die in der Hand trägt. Bei anderen Shadern geht das. Also welchen ich noch testen wollte, war der Rudo Place Shader, den hatten mir sehr viele empfohlen. Und die anderen habe ich ja eigentlich schon so fast alle drinne. Aber das sieht richtig, richtig nice aus. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da und einen netten Kommentar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge von Craft Attack 4. Ich bedanke mich nochmal für euer ganzes Verständnis bezüglich des Legend-Server. Und da würde es ab heute dann gegen Mittag richtig, richtig abgehen. Und ich werde auch ab Neujahr dann hardcore suchten auf dem Server, weil dann kommt auch Kevs Klamm. Und die nächsten Updates, die werden es ordentlich in sich haben. Wartet ab, wie gesagt, die Leute, die sagen, ja, ich weiß nicht, da ist so wenig Spielcontent, dann guckt euch den Server noch ein, zwei Monate an. Ihr könnt ja, wie gesagt, im Februar, März, April, ihr könnt ja immer noch dazukommen. Der Server wird auf keinen Fall einfach liegen gelassen, wie die anderen Server. Da muss man ja auch sagen, da hatte ich nicht so das Team, wie ich es jetzt habe. Ne? Jetzt bezahlen wir zum Beispiel die Programmierer und die haben einen ganz anderen Elan. Beim anderen Server war das Problem eher, ich habe immer Programmierer dazu geholt, die gesagt haben, jo, ich mache das umsonst, ich helfe euch gerne. Und die haben sich dann einfach verzogen nach einer Zeit, weil die gesehen haben, wie viel Aufwand das ist, so einen Server aufzubauen. Und da muss ich ganz klar sagen, das war auch keine leichte Zeit. Vor allen Dingen, ihr wolltet regelmäßige Updates und ich habe Legend halt da auf der anderen Seite gehabt und musste immer wieder gucken, dass ich neue Leute kriege, ne? Weil niemand wird was umsonst machen, wenn er weiß, was seine Fähigkeiten einfach wert sind, ne? Und jetzt haben wir Programmierer, die kriegen von uns Geld, die sind super motiviert, wir verstehen uns mit denen. Das ist alles ein sehr familiäres Verhältnis. Das heißt also, wenn auf dem Server auch mal was nicht funktioniert, dann sind die Programmierer nicht so, dass sie sagen, ja, wenn ich nicht mehr Geld bekomme, mache ich das nicht, sondern die stecken da wirklich Herzblut rein. Die interessiert das überhaupt erstmal gar nicht, ob die eine Bezahlung kriegen oder so. Die kriegen sie natürlich, weil das hat jeder verdient, der einfach eine gute Arbeit leistet, in meinen Augen. Und es ist aber so, dass sie das erstmal im ersten Moment überhaupt nicht interessiert. Die interessiert erstmal, dass der Server funktioniert. Und genau solche Leute suchen wir. Die Interesse haben einfach erstmal jetzt einen richtig, richtig geilen Server, der mal was anderes ist, als einfach nur Minigames aufzubauen. Und da sind wir auf einem guten Weg und ich denke mal ein, zwei Monate und dann werdet ihr sehen, was für ein Potenzial die ganze Kiste hat und was wir daraus gemacht haben. Danke fürs Zuschauen und dann würde ich sagen, einfach bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann sehen wir uns morgen in der Silvesterfolge wahrscheinlich wieder. Bis dahin, haut da rein. Tschüss zusammen.